passt. Sehr gut. Dann hallo erstmal, willkommen bei der OM-Informationsveranstaltung von der Studienvertretung. Mein Name ist Dörte Simmank, ich bin derzeit Vorsitzende der Studienvertretung. Vielleicht kennt ihr mich noch aus dem ersten Jahr. Ich habe mein super tolles IT-Team hier mit. Die nehmen das nämlich alles auf, in case ihr verpasst was oder schlaft zwischendurch ein. Hoffentlich nicht. Dann sind auch noch der Josef da. Der Josef ist ebenfalls bei der Studienvertretung. Das heißt, solltet ihr im Verlauf der Organmorphologie irgendwelche Probleme mit den Professoren haben, die hier auch mit da sind, dann könnt ihr euch bei uns melden. Und ich hoffe nicht. Neben uns wird dann auch der Professor Weninger noch was dazu sagen, so ein bisschen wie ihr alles anfangt, wie ihr die Sezierschnitte macht. Und die Frau Dr. Hirtler wird auch etwas über das E-Learning sagen, weil ein großes Problem ist immer, dass man die Moodle-Tests verpasst und dann müsst ihr ganz viele Ersatzleistungen bringen und das wollen wir möglichst vermeiden. Gut, also ich erzähle euch jetzt erstmal ein bisschen was über die Spin-Verteilung. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, dass vielleicht draußen die Zettel hängen, wie eure Spinde verteilt sind. Ich erzähle euch auch was, wie ihr euch sozusagen eure Gebiete miteinander einteilt, was da aus den letzten Jahren einfach die besten Erfahrungen sind. Außerdem kurz einen groben Überblick zur Sezieranleitung und wie ihr damit umgehen sollt, ganz aus unserer Studierendensicht. Ich weiß nicht, ob der Professor Weninger da immer einer Meinung mit uns sein wird. Außerdem wird Malte euch dann von der Spindforce berichten, was ihr euch alles bei uns ausleihen könnt. Wir haben nämlich als ÖH immer einige Serviceangebote für euch während der Organmorphologie. Fangen wir mit der Spindverteilung an. Diese Listen, die dort links zu sehen sind, die findet ihr jetzt draußen in der Aushangtafel. Das ist, wenn ihr reinkommt, sozusagen gleich links gehen. Und dort stehen jeweils die Kleingruppen da, an der linken Seite. Und dazu dann circa 5 Spinde. Diese Spinde müsst ihr euch in eurer Kleingruppe selbstständig verteilen. Das machen wir nicht für euch, das müsst ihr selbstständig tun. Am besten eignet sich dann meistens ein Google Doc einfach, wo ihr einmal die Spinde reinschreibt und dann jede KG sozusagen ihren Namen dazu schreibt. Hier haben wir einfach ein Beispiel, das ist derzeit von der Organmorphologie 2 und das hat da recht gut geklappt, weil sie einfach jede Person einspinnt habt. Das wird bei euch leider nicht so sein. Das liegt daran, dass wir die Organmorphologie 1 und 3 sowohl die Zahnmedizin und auch externe noch mit dabei haben. Generell, wo sind eure Spinde? Alle Spinde von der Humanmedizin sind immer in dem Treppengang. Ja, das heißt, ihr geht nach rechts oder nach links, je nachdem, wo ihr zusortiert seid. Es hängt auch immer dieses schöne Bild, wo drin steht, rechts oder links ist euer Spind. Ihr sucht dort einfach eure Spindnummer, geht dorthin und dann steht an jedem Spind oder fast jedem Spind eine Nummer dran und den besetzt ihr dann bitte. Warum ich das so deutlich sage, ist, weil wir jedes Jahr Spinde räumen müssen, weil sie falsch besetzt wurden. Das heißt, eine andere Kleingruppe hat den Spind eigentlich, meldet sich dann bei uns und wir räumen den, weil er sozusagen einer anderen Kleingruppe gehört. Ja? Wir geben euch eine Woche Zeit, dann hängt dieses schöne Zettel, den seht ihr später noch, so ein Bitte-Räumen-Zettel. Wenn ihr den seht, dann entweder sofort räumen oder uns Bescheid geben, wenn ihr denkt, das ist falsch, weil ansonsten ist euer Zeug für immer verloren. Okay? Alles, was da drin ist, was unrechtmäßig drin ist, wird von uns gespendet, das holen wir raus, deshalb bitte vorsichtig da sein. Dann, für eure Spinde braucht ihr selbstständig ein Schloss. Das sollte ungefähr 6 cm nicht übersteigen, weil sonst passt es nicht mehr dort rein. Wir empfehlen ein Zahlenschloss, einfach daher, weil es oft vorkommt, dass bestimmte Personen ihre Schlüssel vergessen oder verlieren oder hängen lassen oder einsperren in den Spind. Und das ist immer nicht so gut. Okay? Daher, Zahlenschloss ist, glaube ich, eine gute Idee. Dann, generell, es wird so sein, dass ihr nicht genau an eurem Seziersaal seid. Das hat den Hintergrund, dass ihr relativ viele seid und wenn mehrere Kleingruppen, die in einem Seziersaal sind, auch die zugehörigen Spinde bekommen, dann steht ihr mit 100 Leuten in dieser kleinen, wie ihr es dort oben seht, in dieser kleinen Ecke drin und zieht euch miteinander um. Das ist relativ blöd die letzten Jahre gewesen. Deshalb seid ihr alle verteilt über das Haus. Darauf achten deshalb, dass ihr nicht immer beim Seziersaal seid, schaut, dass ihr trotzdem rechtzeitig umgezogen seid, sodass ihr die 2 Minuten noch bis zum Seziersaal gehen könnt. Es ist immer sehr schlecht, wenn ihr einfach zu eurer ersten Seziereinheit oder zu den weiteren Seziereinheiten zu spät kommt. Ja? Seid rechtzeitig da, holt euch euren Spind, zieht euch um, nehmt alles, was ihr braucht, mit und seid rechtzeitig im Seziersaal.
So, Nutzungsbedingungen. Nutzungsbedingungen sind immer ja, ziemlich langweilig und jeder drückt einfach weiter und agree. Das hat dieses Jahr dazu geführt, dass wir 80 neue Mäntel und 80 neue Sezierbestecke haben, weil sie leider in den Spinnen gelassen wurden und trotz Aufforderung von uns nicht rausgeräumt wurden. Das heißt nochmals, dort steht drin, dass ihr nach eurer letzten Seziereinheit, nach der letzten, direkt danach euren Spind auszuräumen habt. Macht das bitte auch. Wir gehen nicht direkt um 16.15 Uhr, wenn ihr vorbei seid, dorthin und räumt den sofort aus. Wir kommen eine Woche später oder zwei Tage später. Wir kommen so, dass ihr Zeit habt, den am Abend auszuräumen. Aber tut es bitte. Ja? Ansonsten, wir heben nichts mehr für euch auf. Gut. Dann, das sind schöne Bilder, die wir heute oder dieses Jahr erlebt haben, als wir die Spinde aufgeräumt haben. Macht das nicht. Es ist wirklich, wir sind auch nur Studierende. Wir machen das rein aus irgendwie, weil wir euch gern was Gutes tun wollen und wir wollen sowas dann nicht wegräumen. Das ist wirklich immer extrem eklig, auch für uns. Deshalb achtet auf euer Zeug, wenn ihr dort was esst, räumt es weg, wenn ihr was trinkt, räumt es weg. Euren Spind bitte komplett leer räumen, das heißt auch die alten benutzten Sezierhandschuhe, irgendwas, wo noch irgendwas ranhängt, wegräumen. Auch dran denken, dass ihr die Klingen gut wegschmeißt, ja? Dort hat man übrigens auch das Bitte-Räumen-Schild gesehen. Ja? Wenn ihr das seht, dann Bescheid geben. So, ihr seid, ich glaube, das habt ihr schon alle gesehen, oder? Wenn ihr euch das angeschaut habt, online. Ihr habt sozusagen verschiedene Bereiche, die definieren, wo ihr eingeteilt seid und was ihr sezieren werdet. Das müsst ihr euch am besten vor der ersten Seziereinheit ausmachen. Weil das Positive dann ist, dass ihr einfach nur eure Sekante lernen müsst und nicht die anderen alle. Also jedenfalls zu der ersten Einheit nicht, wenn ich das so sagen darf. Ich werde gerade böse angeguckt von der Seite. Also ihr müsst natürlich alles lernen, natürlich und gleich zur ersten Seziereinheit, natürlich. Aber teilt es euch ein in der kleinen Gruppe und das geht auch am besten mit Google Doc einfach verteilen, wer die hat und dann schaut ihr euch die Sezieranleitung dazu an. So, Sezieranleitungen gibt es, wir haben schon ganz viele verkauft, ich glaube so 400 Studierende von euch haben sich das schon bei uns abgeholt. Die gibt es immer noch bei uns, auch die nächste Woche, ab 10 Uhr früh haben wir wieder offen in der ÖH, alle die sich sozusagen diese Woche noch keine gekauft haben, können sich die holen. Generell ist es so, dass die Sezieranleitung verpflichtend ist und jedes Jahr neu in den ausgedruckt wird von uns und in den Seziersaal mitgebracht werden muss. Bitte bringt keine losen Zettel mit, bitte bringt nicht irgendwie Kleinigkeiten mit, die ihr so irgendwo gefunden habt. Bringt eure Sezieranleitung mit und wenn ihr irgendwie eure eigenen Zusammenfassungen mitbringen wollt, schreibt sie in ein kleines Heft. So ein bisschen wie das, was man später auch für die Formulaturen nutzen kann. Einfach ein kleines A5-Heft. Dort alles reinschreiben, was ihr euch merken wollt, was ihr lernen wollt. Seid vorbereitet, deshalb ist es ganz gut, dieses Heft zu haben. Bringt aber keine losen Zettel mit. Okay? Ja. 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 Also, ich kenne mich bei den Zahnis nicht so aus, aber ich würde sagen, ja. Okay. Genau. Also, die Humanis haben Glück. Ihr habt es ausgedruckt. Ja, generell ist es so, ihr habt dann eure Einteilung und das, was ihr sezieren sollt. Dort habt ihr dann eine grobe Übersicht. Ich glaube, man sieht es hier vielleicht ganz gut, eine grobe Übersicht, wo ihr zu sezieren habt. Das ist für alle gut, die Block 2 geschwänzt haben. Da seht ihr es nochmal. Und dann habt ihr generell angegeben, welche Schnitte ihr machen müsst. Die Lerninhalte sind auch immer wichtig, einfach damit ihr wisst, wie tief ihr lernen müsst und was ihr lernen müsst. Prinzipiell, nehmt euch die Sezieranleitung, lest ihr euch einmal durch, das Gebiet, was ihr zu sezieren habt, vollständig. Auch das gesamte Gebiet einfach, was in eurer Einteilung drin steht. Dann schaut ihr euch an, okay, was muss ich überhaupt tun und versucht euch vorzustellen, wie man das tut. Da werdet ihr schnell merken, dass viele der Gebiete oder der Begriffe für euch einfach unverständlich seid. Und da ist es dann am besten, wenn ihr die markiert, rausschreibt, wie auch immer, nehmt euch dann einen Atlas, nehmt euch ein Lehrbuch, schaut nach, was das ist, schaut, womit das zusammenhängt, wo das herkommt, wo das hinläuft. Ihr werdet dazu abgeprüft und ihr solltet es auspräparieren. Das heißt, es ist ziemlich gut zu wissen, was ist diese Struktur, die ich da eigentlich ja, bearbeite. Okay?
So, wir haben hier mal eine Auswahl von ganz, ganz vielen verschiedenen Lehrbüchern zusammengestellt. Generell ist es so, es tobt, glaube ich, seit Jahren ein Kampf, was ist besser, Sobota oder Prometheus. Ich glaube, das hat noch niemand lösen können. Beides sind sehr schöne Lehrbücher, also Atlanten, die einfach sehr viele Bilder haben, wo man sich das Ganze sehr gut vorstellen kann. Textbücher sind dann zum Beispiel der Waldeyer, der noch immer eigentlich empfohlen wird, und die duale Reihe. Fast empfohlen wird, manchmal empfohlen wird, von den Tutorinnen empfohlen wird, von der Leitung nicht so. Generell ist es aus unserer Sicht ein sehr schwieriges Buch zu lesen, weil es einfach, wenn man sich nicht auskennt, so viele Begriffe drin hat, die man dann irgendwie wieder googeln muss. Deshalb empfehlen wir eigentlich erstmal im Atlanten nachsehen, was ist meine Struktur, was macht die, und dann ein Textbuch dazu nehmen und mal nachzulesen, okay, was kann ich sonst noch so in Erfahrung bringen zu dieser Struktur. Ganz links unten, rechts unten, haben wir für euch auch noch alle Programme, die das CLS anbietet, hingeschrieben. Das heißt, es gibt einige 3D-Programme, die ihr nutzen könnt. Das CanHub kennt ihr vielleicht auch, das ist so ein Anatomie-Lernprogramm. Alle Sachen nutzt, probiert es aus, es ist eure erste Organmorphologie-Einheit. Probiert einfach aus, was euch am besten hilft, euch für die Einheit vorzubereiten. Ich persönlich nicht so gut. Ich kenne aber viele meiner Kollegen, die das wirklich sehr gern gemocht haben, das irgendwie so zu machen, weil sie den Überblick besser hatten. Ich glaube, da muss jeder selbst mal reinschauen. Ich persönlich fand es nicht so gut. Die Frage war sozusagen, ob CanHub für unseren Unterricht hier wirklich sehr gut ist oder nicht. Genau, dann weiter. Es gibt alte Unterlagen. Jetzt müssen alle Professoren weghören. Und alle von der Anatomie. Es gibt alte Unterlagen auf Mega. Sie müssen weghören. Es gibt alte Unterlagen auf Mega. Es wird von den Studierenden, ich muss vorsichtig sein, was ich sage. Es wird von vielen Studierenden sehr gemocht, sich auch die alten Unterlagen anzusehen. Natürlich habt ihr zu sezieren, was in eurer Sezieranleitung steht. Und die meisten ganz ausführlichen Sezieranleitungen zum Beispiel, die sind dann von 2015, das heißt, sie bringen euch auch gar nicht mehr so viel. Wir haben trotzdem, also wir nicht als ÖH, aber Studierende haben trotzdem sozusagen den Mega-Ordner, den ihr wahrscheinlich schon kennen werdet, mit aufgebaut, und dort findet sich sozusagen alles aus allen alten Jahren. Wenn ihr irgendwo mal nicht weiterkommt, ist es sicher ratsam, da mal reinzuschauen. Ansonsten versucht euch wirklich der Herausforderung zu stellen und die Sezieranleitung selbst durchzugehen. Dann, was machen wir als ÖH, außer der Spindverteilung und eure Sezieranleitung drucken? Da wird euch Malte auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, auch gerade was ihr euch noch so über das Semester bei uns holen könnt. Generell, hier haben wir ganz viele schöne Bilder. Nochmal, wir sind alles Studierende, die das freiwillig machen, und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr nach der Organmorphologie sagt, hey, wir würden da gerne mitmachen und uns helfen. Wir waschen auch eure Scrubs und Mäntel, die dann sozusagen zum Verleih gehen, aber da sagt euch jetzt Malte mehr dazu. Gut, das ist dann auch immer ganz cool, auf dieser Seite des Ganzen zu stehen. Ich versuche mal die Lautstärke einzustellen. Ich habe ein bisschen das Privileg, dort hat es schon angedeutet, ich kann euch jetzt das vorstellen, was sehr viele Freiwillige in der ÖH geleistet haben. Ich versuche es kurz zu halten, weil es nachher noch ganz viele wichtige Informationen gibt und will euch da nicht überfrachten. Grundsätzlich, wer von euch jetzt diese Zieranleitung schon abgeholt hat, kennt das schon. Der Rest, wer sie noch nicht abgeholt hat, wird es dann noch sehen. Wenn ihr auf die ÖH kommt und eure Anleitung abholt, kriegt ihr von uns ein sogenanntes OM-Care-Paket zum Start. Da ist erstmal das Wichtigste drin an Verbrauchsmaterialien, sprich ihr bekommt kostenfrei, das wird halt über die ÖH finanziert, eine Packung Handschuhe und fünf Skalpellklingen 20er. Das sind die für den großen Skalpellgriff kostenlos dazu zur Anleitung. Es ist so, dass wir dieses Jahr ein bisschen Lieferprobleme hatten und deshalb erstmal nur diese Sezierklingen dabei sind. Die reichen für den Anfang zum Hautabpräparieren super aus. Wenn man nachher in die feineren Strukturen geht, braucht man auch noch kleinere. Dazu sage ich gleich noch was. Das Ganze gibt es also für euch dazu, wird eben finanziert auch unter anderem über die Studienbeiträge.
und ist etwas, was ich persönlich ganz super finde, weil damals, als ich das ganze Sezieren hier hatte, gab es das noch nicht. Da mussten wir halt den Kram irgendwo einkaufen zu überteuerten Preisen und so ist es für euch halt möglich, das Ganze deutlich günstiger zu kriegen. Wenn dieses Startpaket dann irgendwann mal aufgebraucht ist, das wird mit den Klingen relativ schnell passieren, die Handschuhe halten tendenziell doch deutlich länger, dann gibt es für euch über die OM-Semester die Möglichkeit, auf der ÖH, ebenfalls auf 6M, weitere Materialien dazu zu holen. Und zwar gibt es einmal Handschuhe, die verkaufen wir für 3,50 Euro. Das ist der Selbstkostenpreis, das ist praktisch das, was wir dadurch, dass wir eben relativ große Mengen, also wir kriegen das ja palettenweise geliefert im Moment, ausgeben und euch weitergeben können. Im freien Handel zahlt ihr das Doppelte und teilweise noch mehr. Falls ihr euch selbst Handschuhe kauft, da auch noch ein kleiner Tipp, nehmt Nitrilhandschuhe, nehmt keine Latexhandschuhe. Die Materialien, die zur Präparation und zum Fixieren verwendet werden, die gehen durch die Latexhandschuhe eigentlich komplett durch. Also das spürt ihr dann nach einer halben Stunde, fangen die Finger an taub zu werden. Ja, und was es dann auch noch gibt über die ganze Zeit des Sezierens, solange eben der Vorrat reicht, haben wir auf 6M die Klingen. Da könnt ihr dann jeweils immer 10 Stück abholen, und zwar beide Größen, die 10er und die 20er Klingen. Das sind die kleinen und die großen. Ich glaube, Herr Professor Weninger, Sie erzählen, glaube ich, auch eh noch was zum Werkzeug. Dann wird das nachher noch klar. Also wenn ihr die Klingen aufgebraucht habt, kommt es einfach vorbei. Dann könnt ihr euch mit dem Studierendenausweis einfach eine neue Packung abholen und habt es dann wieder für die nächsten Einheiten was. Das nächste, was wir für euch gemacht haben, ist, Dirt hat es vorhin schon angedeutet, wenn Spinde geleert werden und Sachen anfallen und, was für euch auch nochmal spannend ist, nach der letzten OM-Einheit sammeln wir gerne gebrauchte Sachen von den Studierenden ein. Und das ist der Grund, warum wir dieses Jahr, ich nenne es jetzt mal Second-Hand-Gewand, anbieten können. Wir haben ungefähr 100 Mäntel und ungefähr 100 Scrubs, die am Montag, also nächsten Montag am 25.02. im Vorklinikkammerl abgeholt werden können. Das ist auf der Rückseite der Histologie, das ist auch ausgeschildert, die praktisch ausgeliehen werden können für die ganze OM-Zeit. Oder kommt sie einfach vorbei. Es empfiehlt sich, ein bisschen früher da zu sein. Erfahrungsgemäß ist es eine relativ lange Schlange. Also wer von euch noch kein Gewand hat, kann es da dann abholen. Was wir dazu auch noch ganz gern sagen wollen, ist, es hat sich irgendwie eingebürgert in den letzten Jahren, dass die Leute immer so Scrubs anziehen unter dem Mantel. Das Einzige, was verpflichtend ist, ihr braucht den Mantel. Ja? Die Scrubs braucht man nicht. Und es bietet sich auch total an, statt irgendwelche neuen Scrubs oder sowas zu kaufen, einfach irgendwelches altes Gewand aufzutragen, was man eh nicht mehr braucht. Letztendlich sieht es unter dem Mantel eh keiner und es ist halt schade drum, dafür neues Zeug zu nehmen. Denn nach der OM-Einheit werdet ihr die Sachen relativ sicher nicht weitertragen wollen. Kleiner Tipp auch noch dabei, solche Mäntel sieht man nachher in fortschreitendem OM-Verlauf, werden die immer gelber. Man kann die durchaus waschen und wenn man das regelmäßig tut, dann sehen die am Ende von OM3 noch genauso weiß aus wie am Anfang. Also nicht nur einmal im Semester das Ganze in die Waschmaschine geben, ein bisschen häufiger, bietet sich da auf jeden Fall an. Jo. Dann haben wir auch noch den Besteckverleih. Das ist eben Sezierbestecke, die sind teilweise relativ unterschiedlich bestückt. Wir versuchen so viel wie möglich reinzugeben an Material. Mindestens hat jedes ÖH-Besteck einen Vierergriff und eine anatomische Pinzette. Der Dreiergriff wäre schön, den haben die meisten von denen aber eben leider nicht alle. Und dafür gab es eine Online-Reservierung, das heißt, da brauche ich nicht mehr so viel zu sagen. Was ich erwähnen möchte, ist, wir haben über den Alumni-Club dieses Jahr auch noch Bestecke, die der Alumni-Club für Alumni-Club-Mitglieder gekauft hat. Die Mitgliedschaft sind 10 Euro im Jahr, glaube ich, für Studierende. Und von denen sind noch ungefähr 50 Stück da. Also wer noch kein Sezierbesteck hat und sich auch keins reserviert hat, kann heute immer noch online sich das reservieren. Man muss halt dann bis Montag Mitglied im Alumni-Club sein dafür. Die Adresse steht da. Ihr habt auch alle eine E-Mail gekriegt mit so einem OM-Sondernewsletter. Da ist auch ein Link drin zum Reservieren. Der funktioniert auch für die Alumni-Club-Bestecke. Also das nochmal als Info. Okay, dann darf ich Sie recht herzlich begrüßen an der Anatomie. Und mich auch, muss ich ehrlich sagen, herzlich bedanken bei der Studienvertretung, weil die eine sehr gute Leistung bringt, muss man ehrlich sagen, und auch sich sehr stark dafür einsetzt, dass für Sie gute Verhältnisse herrschen. Deswegen ist von unserer Seite es auch natürlich selbstverständlich, dass wir dann bei solchen Veranstaltungen versuchen, unseren Teil zu leisten. Und was ich kurz machen möchte, ist nur prinzipiell ein paar Details zu sagen, die Sie vielleicht zum Teil auch später hören werden, die Sie aber jetzt, weil eben alle vorhanden sind oder sehr viele Interessierte da sind, alle hören können. Das eine ist, was Sie sicher fragen mit den Körperspenden. Wie kommen die zustande, beziehungsweise wie ist diese Körperspendensituation geregelt? Ich möchte auf der einen Seite erwähnen, dass klar ist, dass wir als Anatomie nur Personen aufnehmen und die sich spenden lassen oder vermachen lassen, die das bei Lebzeiten testamentarisch sozusagen oder vertraglich
verfügt haben. Die müssen auch einen Beitrag leisten für die Körperspende und die müssen auch volljährig sein, also selbstständig unterschreiben können. Und an diesen Personen werden Sie dann im Kurs sozusagen lernen können. Deswegen bitten wir Sie natürlich möglichst pietätvoll, oder wir setzen das voraus, dass Sie das sowieso tun, werden es aber natürlich auch einfordern, wenn es notwendig ist, dass Sie pietätvoll mit den Körperspenden umgehen, mit den Materialien pietätvoll umgehen und natürlich auch sich bewusst sind, dass Sie diese Materialien nicht aus dem Saal entfernen dürfen, auch nicht mit teilen. Ja, das heißt, Sie können nicht zum Beispiel sagen, Sie nehmen einen Knochen, der jetzt im Saal ist, und setzen sich draußen auf eine Bankerl und lernen gemütlich, sondern Sie müssen das alles im Saal lassen. Sie dürfen diese Materialien nicht verorten. Das ist für uns absolut wesentlich. Was natürlich auch da mitspielt, ist das, was hier schon vorher gesagt wurde, mit den weißen Mänteln und mit der Tatsache, dass die weißen Mänteln sozusagen verwendet werden müssen im Saal. Die dienen Ihnen als Schutz. Sie sollen aber nicht verschmutzen. Das heißt, wir halten Sie schon an, Sie auch zu säubern, Sie zwischendurch zu waschen und zu schauen, dass Sie hygienisch korrekt unterwegs sind. Ja, und das bedeutet auch, dass Sie diese Mäntel, weil sie also Schutz für Sie da sind, nicht außerhalb des Saales bzw. außerhalb des Hauses vor allem nicht tragen dürfen. Es gibt immer wieder Leute, die gerne irgendwie einkaufen gehen, weil sie halt dann mit dem weißen Mantel herumrennen. Aber das ist das, was wir nicht wollen und wo wir Sie auch aufmerksam machen, dass das nicht geht. Also wir würden Sie bitten, das von vornherein einzuhalten, damit wir nicht gezwungen sind, irgendwas zu sagen. Das andere mit den Körperspenden ist, diese Körperspenden wurden fixiert. Das heißt, die sind in einem Gemisch aus Formol und Carbol fixiert, was bedeutet, dass sie auch nicht mehr infektiös sind. Wir halten Sie aber trotzdem an, dass wenn Sie mit den Körperspenden hantieren, Handschuhe verwenden. Sie müssen keine verwenden, aber es ist günstig, die zu verwenden, weil Sie erstens kein so ein Prickeln und Taubheitsgefühl in den Fingern bekommen mit der Zeit und zweitens, weil Sie auch den Geruch nicht so annehmen. Also das heißt, wenn Sie mit Handschuhen sezieren, haben Sie natürlich den Vorteil, dass Sie am Abend dann nicht zu sehr diesen Geruch mit sich mitnehmen. Also das heißt sozusagen, die Körperspenden, Sie werden sehen, müssen auch immer mit diesen Lösungsmitteln, mit denen sie fixiert wurden, befeuchtet werden. Heuer haben wir eine neue Lösung, die weniger geruchsintensiv ist. Wir werden schauen, wie das funktioniert. Das ist eine Testphase. Aber diese Lösung müssen Sie jedes Mal sparsam über die Körperspende drüber gießen, sozusagen, wenn Sie mit der Präparation fertig sind, dass sie feucht gehalten werden. Und dieses Feuchthalten wird mit sozusagen, wenn man so möchte, benotet. Das heißt, die Sorge ums Präparat ist ein wesentlicher Teil der jeweiligen Note an den jeweiligen Nachmittag. Ja, dass die Präparate nicht vertrocknen, dass sie nicht mumifizieren, dass sie verwenden können, dass sie gut präparierbar sind, dass sie daran lernen können. Ja, also das ist so der große Teil, was die Körperspenden anbelangt. Alle Details dazu, wie lang die liegen, wie die fixiert werden oder so, das würde Sie bitten, mit den Tutoren zu besprechen, falls Sie es interessiert. Das hat jetzt, glaube ich, wird zu weit führen. Das Zweite, was ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist, das ist auch schon angesprochen worden, diese Zieranleitung, die ist gemeinsam mit der Studienvertretung sozusagen verlegt, wurde erstellt von einem Team an der Anatomie, wo die Professorinnen und Professoren zusammengesessen sind und gemeinsam einen Sezierplan entwickelt haben, wo sie die Regionen definiert haben, wo auch die Sezierschritte vorbereitet wurden. Dort sind auch die Sezierschritte niedergelegt, und zwar so niedergelegt, dass sie das machen können, was wir von ihnen erwarten, nämlich dass sie möglichst selbstständig an die Präparation herangehen können. Das heißt, sie werden sehen, sie werden betreut werden von Lehrpersonal, von Tutorinnen und Tutoren, aber sie sollten möglichst viel selbstständig machen, möglichst viel selbstständig präparieren, möglichst viel selbstständig lernen. Die Tutorinnen und Tutoren sind zwar da, um ihnen Hilfestellung zu geben, aber eher präparatorische Hilfestellung oder dass sie sie anleiten, wie sie etwas lernen sollen. Ja, sie sind nicht dafür da, dann, dass sie ihnen jede einzelne Frage beantworten, sondern die Fragen sollten sie anhand von Büchern, anhand ihrer Vorbereitung, anhand von dem E-Learning oder wie auch immer sozusagen selbstständig versuchen zu beantworten, und dann, wenn sie keine Antwort finden, dann dafür sind die Tutoren und Tutoren da, dass sie es mit ihnen diskutieren können, ne, und gemeinsam dann Lösungen arbeiten können. Dann profitieren nämlich sie am meisten davon, weil sie dann weit mehr Lerneffekt haben. Das ist das Allerwichtigste, glaube ich.
Und dafür ist eben diese Sezierenleitung mehr oder minder auch eine Grundlage, die Sie auch zum Vorbereiten verwenden sollen. Und dafür ist auch dieses ganze Prüfungssystem eingeführt, wo Sie verschiedenste Prüfungsmodalitäten haben werden. Aber das Wichtige dort ist, dass Sie sich einerseits nicht nur auf die eigene Region reduzieren natürlich, aber außer bei der ersten Einheit, das ist keine Frage, sondern dass Sie möglichst die anderen Regionen gemeinsam mit den anderen Präparationen oder mit den anderen Studierenden an Ihrem Tisch durchgehen. Sie sollten möglichst viel von den anderen Regionen lernen, indem Sie einfach mit den jeweiligen Kosekanten, nennt man das bei uns, also mit den Studierenden, die sonst mit Ihnen am Tisch sind, mit Ihnen präparieren, die Regionen sich gegenseitig vorstellen, gegenseitig durchbesprechen, dass Sie die Körperspenden wechseln. In Wien haben Sie die einzigartige Möglichkeit, dass Sie sehr viele verschiedene Körperspenden sehen können. Das gibt es sonst kaum wo. Und sagen wir mal in Deutschland oder in den großen Universitäten wie München oder so, ist es weit, weit schwieriger mit den Körperspenden. Da haben Sie ganz andere Systeme. Sie sezieren zwar, aber Sie haben nicht die Möglichkeit, so viele verschiedene Variationen zu sehen. Weil Sie werden sehen, so wie es im Buch ist, ist in Wirklichkeit natürlich nicht, sondern Sie haben überall Variationen, Sie haben überall Abweichungen, Sie haben überall unterschiedliche Modalitäten sozusagen, wie die Strukturen aufgebaut sind. Und dafür sollten Sie sich im Saal auch ein bisschen herumbewegen und versuchen, sich gegenseitig solche Variationen zu zeigen. Weil dann kriegen Sie ein Verständnis dafür, dann kriegen Sie ein Gefühl dafür. Dann kriegen Sie ja Möglichkeit, sozusagen sich zu arbeiten, wie schaut es tatsächlich aus, wenn Sie einen Patienten behandeln. Weil die Patienten oder Patientinnen haben natürlich dann auch Variationen und nicht die Buchsituation. Und daher ist das das Allerwichtigste, was Sie machen können, dass Sie an den Körperspenden praktisch einen Blick kriegen, wie schaut es unter der Haut aus und dass Ihnen klar ist, das muss nicht immer gleich ausschauen, sondern dass es da Variationsbreiten gibt. Ja, aber dass es auch Grenzen gibt, diese Variationsbreiten. Das, was ich jetzt zur Sezierenleitung noch dazu sagen möchte, ist, weil das auch angeklungen ist, dass Sie möglichst sich an diese Sezierenleitungen halten. Diese Unterlagen, die Sie gesehen haben, alles in Ehren, ist auch gut, sich zum Vorbereiten. Aber wir haben die Sezierenleitung deswegen so designt, wie sie jetzt ist, weil wir gesehen haben, dass es zeitlich für Sie nicht profitabel machbar ist, alle Inhalte zu sezieren, die wert wären, seziert zu werden. Und daher, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Inhalte auch zu erlernen und nicht nur zu sezieren, sondern auch die anatomischen Details zu sehen und sich zu verinnerlichen, daher haben wir bewusst auf manche Inhalte verzichtet, wo wir gesagt haben, das kann man auch theoretisch lernen, das muss man jetzt nicht unbedingt seziert haben, sodass Sie während der Sektion eigentlich manche Bereiche nicht so optimal sezieren, aber dafür Zeit haben, wenn Sie sich an die Anleitung halten, dass Sie gemeinsam mit Ihren sozusagen Studienkollegen am Tisch sich vorbereiten und an den Präparaten lernen. Weil das Ziel ist es ja nicht, ein wunderbares Präparat zu erstellen, sondern das Präparat so zu erstellen, dass Sie daran lernen können und dass Sie Schicht für Schicht die Anatomie erfassen können. Ja, das ist ein bisschen was anderes, als dass man sagt, man muss jetzt da ein wunderbares Präparat erstellen. Ist zwar nett, wenn Sie es können, aber das Ziel ist es eigentlich, dass Sie im Lernen unterstützt werden durch die Präparation, dadurch, dass Sie schichtweise vorgehen. Und deswegen bitten wir Sie auch, damit Sie diese schichtweise Vorgehensweise haben, sich an die Sezierenleitung zu halten und fordern das auch mit entsprechenden Überprüfungen ein. Das ist so die grundsätzliche Mentalität und der grundsätzliche Hintergrund, warum das so gestaltet ist und warum wir Sie bitten, dass Sie sich vielleicht vorhinein ein bisschen mit der Sezierenleitung auseinandersetzen, warum wir überprüfen, dass Sie wissen, wie Sie vorgehen sollen, was Sie präparieren sollen am jeweiligen Nachmittag und was das ungefähr bedeutet, also in welchen Grenzen Sie sich bewegen sollen. Ja, wenn Sie das nämlich nicht können, dann können wir Sie nicht präparieren lassen. Nicht präparieren lassen heißt, Sie müssen den Nachmittag mit einer Ersatzleistung nochmal wiederholen und das bedeutet, dass Sie alle prüfungsrelevanten Inhalte auch wiederholen müssen, egal ob Sie zu dem Zeitpunkt positiv waren oder nicht. Ja, ich würde Sie bitten, das ein bisschen im Study Guide nachzulesen. Das hat den Sinn, dass Sie eben möglichst zielgerichtet vorgehen können, dass Sie möglichst schnell weiterkommen, dass Sie möglichst viel Zeit zum Lernen haben, ja, und dass Sie von dem Kurs maximal profitieren können. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen brutal manchmal,
soll aber nicht sein, sondern es geht wirklich darum, dass das Erfahrungswerte sind, dass man weiß, sie kommen am besten zu Rande, klarerweise, wenn sie sich vorbereitet haben. Also wenn sie eine Operation irgendwann später durchführen, werden sie auch vorher dort sitzen und sich die Regionen durchschauen, sich die Modalitäten durchschauen, den Weg sich erarbeiten und dann werden sie eine Operation durchführen. Also, und das Gleiche ist das, was wir jetzt da im Saal sozusagen von Ihnen verlangen oder wozu wir sie ja, vielleicht stark gesagt nötigen. Das heißt, das ist das, was wir von Ihnen einfordern. Also wie gesagt, das Wichtige ist auch, dass die Selbstständigkeit etwas ist, was sehr, auch wenn das Studiumssystem zurzeit sehr verschult ist, aber was an sich ein akademisches Leben ausmacht. Ja, und deswegen ist unser Bestreben, zwar trotz rigider Vorgaben, ihnen möglichst viel Selbstständigkeit zu ermöglichen. Und das gilt auch für die Verwendung von Lehrbüchern. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, oder die meisten von uns haben nichts dagegen, dass sie irgendwelche Lehrbücher verwenden oder Netzseiten verwenden oder was immer sie verwenden wollen, was sie glauben, dass für sie relevant und sinnhaft zum Lernen ist. Ja, sie müssen aber die Inhalte wissen. Ja, das heißt, sie müssen sich schon entsprechend vorbereiten und wenn sie halt ein schlechtes Buch nehmen, dann haben sie halt das Problem, dass sie möglicherweise das ein oder andere nicht abschätzen können. Aber dafür haben sie dann das Präparat, weil am Präparat sehen sie, dass es vielleicht anders ausschaut oder dass in dem Buch ein Fehler war oder dass sie sozusagen die schriftlich niedergelegten Dinge hinterfragen können. Ja, das Wichtige ist ja, dass sie im Studium auch lernen, Sachen zu hinterfragen, ein bisschen einen wissenschaftlichen Zugang zu kriegen. Und da ist natürlich notwendig, dass man nicht sagt, da ist die Bibel und lesen Sie die, sondern dass man sagt, suchen Sie sich das Buch aus, das Sie glauben, was für Sie am besten geeignet ist und das verwenden Sie. Und dann evaluieren Sie es. Ja, und dann überlegen Sie sich was dazu. Und dann denken Sie nach und schauen Sie selber, wie damit zurechtkommen und schauen Sie selber, ob das, was da drinnen steht, auch stimmt. Ja, Sie werden das später auch brauchen in den SSMs, Sie werden es brauchen bei der Diplomarbeit, Sie werden es brauchen, wenn Sie akademische Karriere anstreben. Ja, und daher ist es gut, das so früh als möglich zu beginnen. Zwei Sachen zur Sicherheit im Saal. Sie werden ganz am Anfang also Sicherheitshinweise bekommen, das heißt, die Tutorinnen und Tutoren werden Ihnen einfach erzählen, wie Sie irgendwie Instrumente handhaben, wie Sie die einzelnen, sage ich jetzt einmal, sich im Verletzungsfall verhalten sollen. Wenn Sie das nicht bekommen sollten oder weil das einer irgendwo vergisst, dann würde ich bitten, das auch einzufordern. Ja, und für die weiblichen Studierenden, falls Sie zwischendurch in die Schwangerschaft kommen sollten, also schwanger werden sollten, dann bitte ich Sie, dass Sie das mit den jeweiligen Saalleitungen besprechen. Ja, wir werden dann Lösungen finden, wie Sie den Kurs trotzdem machen können, ohne sich der Dämpfe sozusagen im Saal aussetzen zu müssen. Ja, weil prinzipiell sind die akzeptablen MAC-Werte, nennt man das, also die Höchstwerte unterschritten, also die Säle sind sozusagen nicht, sage jetzt mal, gesundheitsgefährdend, aber ich meine, gerade in so einer Situation ist es nicht gut, irgendwie ein zusätzliches Risiko einzugehen und daher ist es unser Bestreben schon, sie irgendwie aus dem herauszunehmen und zu schauen, dass man Lösungen findet, wie sie trotzdem das Semester bestehen können, ohne dass sie jetzt in irgendwelche potenziellen Gefahren laufen. Was die Zahnmedizin anbelangt, die Zahnmedizin hat ein bisschen andere Voraussetzungen, ist auch ein bisschen anders geführt. Sie werden sehen, da sind sie in den Tagen mit nur zwei Tischen pro in dem Atelier besetzt. Das heißt, es ist ein bisschen eine andere Situation, auch was die Saalabschnitte anbelangt. Also wenn wir sagen, wir wollen keine Zetteln im Saal haben, keine Losen, dann hat das Sicherheitsgründe, ja, weil sie ja dort ausrutschen können. Alles ist sehr eng, überall sind irgendwelche Skalpelle herum. Ja, und um das zu minimieren, sagen wir, so ein kleines Heftel, wo die Inhalte drinnen stehen, die Sezieranleitung, das sollte ausreichen. Bei den Zahnmedizinern ist es anders. Dort sind sie in einem großen Saal, mehr oder minder, der zwar jetzt nicht sehr repräsentativ ist, aber der zumindest nur für zwei Tische, also für 12 Leute dann pro Termin bespielt ist. Dort ist es nicht so tragisch, dort ist viel Platz sozusagen. Aber in den Sälen werden Sie sehen, vor allem heuer, weil wir mehr Studierende haben, wie Sie gesehen haben, als normal diese 640, ist es natürlich anders und dort müssen wir schon schauen, dass man möglichst darauf achten, dass sie sich nicht gegenseitig verletzen. Ja, es wird sie, also die klingt auch sehr eigenwillig, aber wenn man durch den Saal geht, sieht man die meisten Leute, wie sie halt da mit einem Messer in der Hand irgendwie mit dem Skalpell so herumrennen. Ja, und dann
wenn sie niederfallen oder wenn sie jemanden anderen rauffallen, dann gibt das böse Verletzungen. Und es ist komischerweise selbst in der OM2 und in der OM3 dann oft notwendig, die Studierenden darauf hinzuweisen, dass sie das nicht machen oder dass sie nicht, wenn sie da jetzt vor dem Präparat sitzen und irgendwas anschauen, dass sie das Skalpell so vor dem Auge halten. Ja, weil das einfach dann zu, ich sage jetzt mal, nicht gut behandelbaren Verletzungen führt. Also das sollten Sie wirklich schauen, dass Sie das einhalten und nicht, oder wir werden Sie auch darauf aufmerksam machen natürlich, aber ich sage es Ihnen nur jetzt auch noch zusätzlich dazu. Was sonst die Saalregeln anbelangt, Sie haben den Study Guide. Der Study Guide ist ein bisschen überarbeitet worden, das heißt, die von den vorigen Jahren sind nicht so relevant mehr, er ist jetzt ein bisschen Überblick, also übersichtlicher, aber gerade für die OM1 hat sich heute ein Fehler sozusagen eingeschlichen, nämlich ist von der Curriculumsadministration die alte Sezierenleitung hochgeladen worden. Ich bitte Sie das, falls Sie die angeschaut haben, schon völlig zu ignorieren und stattdessen, sobald die Curriculumsdirektion oder Administration dazu in der Lage ist, das zu beseitigen, die aktuelle Sezierenleitung dann zu verwenden. Wir haben das heute schon ein paar Mal telefonisch versucht und ich hoffe, dass es vielleicht jetzt schon vom Netz ist. Werden wir sehen, wie erfolgreich wir waren, aber damit Sie informiert sind, also das sind die alten Anleitungen. Der Vorteil oder der Unterschied ist, diese alte Anleitung ist noch sehr rudimentär zum Teil und zum anderen Teil hat sie noch Inhalte drinnen, die wir jetzt verändert haben, ja, um die OM1 mit der OM2 und mit der OM3 optimal zu verschneiden, weil Sie haben in den drei OMs eine Körperspende, die Sie bearbeiten. Ja, und daher müssen die Inhalte so angeordnet sein, dass sie innerhalb dieser drei OMs sozusagen an ein und derselben Körperspende alle Inhalte entsprechend sozusagen homogen präparieren können. Und das ist nicht so leicht. Ja, und daher, wenn wir da jetzt was geändert haben, dann müssen wir auch alle Details umstellen. Ich hoffe, das ist uns halbwegs gelungen. Wenn der eine oder andere Fehler da ist, sind wir sehr für, ich sage jetzt mal, positive Kritik dankbar. Das heißt, wir sind natürlich, wenn Sie uns sozusagen Informationen dazu geben, nehmen wir das auf und versuchen das dann in die nächsten Teile zu verorten. Die Prüfungsmodalitäten, das möchte ich auch noch kurz dazu sagen, sind recht komplex. Also Sie werden sehen, Sie haben da unzählige verschiedene Prüfungsarten, unzählige verschiedene Prüfungsereignisse. Das ist deswegen notwendig, weil einfach die Zeit sehr kurz ist. Wir aber sicherstellen wollen, dass Sie möglichst viel mitnehmen. Ja, also wir kriegen Rückmeldungen von der Klinik beispielsweise, wo es dann heißt, ja, aber die Studenten wissen nicht einmal die Aortenbogenäste oder so. Ja, und das ist tatsächlich wahr für manche, was absolut tragisch ist und wo wir wirklich massiv Maßnahmen ergreifen müssen, dass das nicht der Fall ist. Also es geht sehr wohl bei dem Kurs darum, dass Sie Details präparieren, Details lernen, aber Sie sollten sich vor Augen führen, Sie brauchen auch die großen Zusammenhänge. Also wenn Sie bei den Prüfungen dann beispielsweise irgendwo Details gefragt werden, heißt das nicht, dass Sie nicht die großen Zusammenhänge auch können sollen oder können müssen. Und wir werden deswegen auch, Frau Dr. Hirtl wird das auch dann besprechen, das E-Learning ein bisschen umstellen zu E-Testing auch, sodass man dort sagt, sicherstellt, dass Sie zumindest über die ganz großen Strukturen Bescheid wissen. Ja, wenn wir dann sozusagen Studierende über die Anatomie drüber lassen, die dann in der Klinik, wenn man ihnen ein Herz aufzeichnet, nicht wissen, welche Venen dort reingehen, wie ein Katheter ins Herz geschwemmt wird und so, dann ist das mehr als peinlich für uns und auch für die Studierenden natürlich. Aber die Maßnahmen müssen wir setzen. Und diese Maßnahmen, die wir daher setzen, sind eben, dass wir sagen, wir führen Prüfungsereignisse ein, die sozusagen sicherstellen, dass sie auch genötigt sind, die ganz basalen Inhalte zu kennen, ja, und gleichzeitig halt die Details zu lernen. Ja, und deswegen wird das Prüfungssystem immer komplexer, weil wir immer mehr solche Prüfungen einziehen müssen. Aber im Endeffekt, wenn Sie es durchschauen, ist es eine relativ straightforward Sache, die dann letztlich hoffentlich dazu führt, dass Sie einen guten Erfolg haben und dann, oder einen sehr guten Erfolg, und dann auch in der Klinik brillieren können. Ja, das ist sozusagen unser Ziel. Ja, ich glaube, das sind einmal die wesentlichsten Dinge, die sich über das Organisatorische ziehen. Ich habe Ihnen da noch, wir haben es natürlich nicht geschafft, aufgrund dieser ganzen Umstellungen, gescheite Fotos zu produzieren, dass man sie ein bisschen einleitet. Das kriegen Sie aber eh im Seziersaal dann auch von den Tutorinnen und Tutoren.
Ich habe aber trotzdem ein paar suboptimale Fotos zusammengestellt, wo Sie die wichtigsten Dinge sehen. Also auf unserer Homepage, auf der Homepage der Anatomie, also wenn Sie Anatomie und Zellbiologie eingeben und dann auf die Anatomie gehen und Sie ein bisschen durchnavigieren, finden Sie, wie soll das Seziersbesteck ausschauen? Was sind die essentiellsten Teile davon? Was soll es nicht enthalten? Ja, und das sollten Sie halt durchschauen. Es ist auch mit dem Alumni-Club abgesprochen und es ist auch mit der Studierendenvertretung dankensweiserweise abgesprochen, was die Bestecke enthalten sollen. Sie sehen sie da, eine Schere, Sie sehen einen Muskelhaken, eine Sonde, ein Skalpell mit diesen 20er-Klingen und Sie sehen da zwei Pinzetten. Günstig ist, ein bisschen eine mit einer dickeren und mit einer dünneren Spitze zu nehmen, damit Sie halt unterschiedliches präparieren können. Und diese Pinzetten sollten oder müssen anatomische Pinzetten sein. Es hat keinen Sinn, wenn Sie mit chirurgischen Pinzetten sozusagen präparieren. Den Unterschied sollten Sie kennen. Also die chirurgischen sind spitz sozusagen vorne, also nicht die Spitze sozusagen, sondern Sie haben so einen Haken sozusagen. Den haben die anatomischen nicht. Ja, und Sie sollten mit anatomischen Pinzetten daher präparieren. Und wir haben dann ein zweites Set sozusagen dazugestellt, wo man sagt, das können Sie verwenden, Sie müssen es nicht verwenden. Es kann sein, dass die einen oder anderen in den Sälen das lieber wollen. Ja, das sind diese kleinen Skalpelle beispielsweise. Also meine persönliche Erfahrung ist, Sie können alles präparieren, auch mit den großen Skalpellen, wenn Sie ein bisschen ein Gefühl haben. Sollte kein Problem sein. Wenn Sie es wollen, können Sie die kleinen verwenden. Sie können solche zum Schleifen Skalpelle verwenden. Allerdings müssen Sie die scharf halten, was natürlich mühsam ist und was zeitintensiv ist. Deswegen ist es eigentlich unser Bestreben, dass man sagt, auch wenn es vielleicht für die Umwelt belastender ist, weil es Wegwerfprodukte sind, wir bevorzugen eigentlich die Wechselklingen, weil die sind immer scharf und die können Sie halt sozusagen, Sie müssen nicht Zeit vertun, indem Sie da 10 Minuten schleifen, bis das Skalpell dann wieder scharf ist. Das war früher notwendig, mag auch aus, ich sage jetzt einmal, Reminiszenz an die alte Zeit und an die alten Anatomiezeiten sozusagen interessant und nett sein, bringt aber nichts zeitlich, ne, und bringt ihnen nur, nimmt ihnen nur Zeit weg, dass sie lernen können. Was Sie noch da sehen, sind so Präparierscheren, die können Sie verwenden, müssen Sie nicht verwenden. Sie sind manchmal ganz angenehm, manchmal, sage ich jetzt mal, für manches sind sie nicht geeignet, weil sie im Gegensatz zur Klinik dann oder zu einem lebenden Patienten oder Patientin da jetzt fixierte Präparate haben und die sind einfach gehärtet. Die sind einfach nicht anders in der Konsistenz und daher auch anders zu präparieren. Ja, aber Sie können es verwenden, Sie können mit denen probieren, Sie können mit denen lernen. Das soll ja auch Ihren manuellen Skills-Entwicklung ein bisschen dienen. Wichtig ist, das werden die Tutorinnen und Tutorinnen auch zeigen, dass sie die Werkzeuge korrekt halten. Ja, also ich habe Ihnen da ein Bild zeigt, oder zeige Ihnen da ein Bild, also bei Parierschere halt, wie man Schere hält. Ja, also wir haben, um das zu fördern, auch eine How-To, glaube ich, haben wir es genannt, How-To-Sektion sozusagen in die Sezieranleitungen eingebaut, wo drinnen steht, wie verwenden Sie welche Teile, wie machen Sie prinzipielle Sektionsschritte. Ja, damit, das ist halt nur ein bisschen, weil es halt ein Text ist, schwer sich vorzustellen. Deswegen werden Fotos gut geeignet, die haben wir aber noch nicht. Ja, und daher, das wird halt dann in den nächsten Semestern erst kommen, dass wir da gescheite Unterlagen haben, auch damit Sie sich entsprechend vorbereiten können. In der Zwischenzeit, unsere Tutorinnen und Tutoren sind wirklich gut sozusagen, und wir sind auch dabei, dass wir die Tutorinnen-Ausbildung sozusagen auf ein anderes Niveau heben, nämlich auf ein Niveau, das für alle Gruppen einheitlich wird. Und das dauert zwar eine Zeit, bis das alles greift, aber prinzipiell sozusagen werden die Tutorinnen und Tutoren mit Ihnen das auch durchgehen. Wie halten Sie das am besten und Sie auch darauf hinweisen, wenn Sie es anders halten. Ja, weil Sie können so auf die Art natürlich mit dem Zeigefinger sozusagen die Schere führen, wenn Sie die vorne am Schloss haben. Ja, und Sie sind stabilisiert, wenn Sie hinten mit dem Ringfinger drinnen sind und mit dem Mittelfinger drauf liegen. Ja, und wenn Sie in der Klinik dann irgendwo assistieren bei einer Operation, ist es natürlich günstig, wenn Sie schon wissen, wie halte eigentlich das Zeug. Ne? Und dass Ihnen das klar ist, dass Sie dann sozusagen das entsprechend führen können. Ja, ich habe Ihnen dann da auch noch das Skalpell, sozusagen die Haltung. Ja, also man hält das nicht so irgendwie, so, weiß nicht, wie ein
keine Ahnung, was, wie man das überhaupt beschreiben würde, so, sondern ebenso wie ein Bleistift. Sie haben davor noch eine Riffelung, damit Sie dort reingreifen können. Sie haben da eine Führung, dass Sie das gescheit halten können. Ja, so hält man Skalpell, so hat man Gefühl damit. Ja, weil sonst haben Sie nämlich kein Gefühl, wenn Sie präparieren und dann schneiden Sie alles Mögliche durch und wundern Sie. Aber das liegt halt dann nicht daran, wenn es, oder, dass Sie das nicht können, sondern dass Sie halt einfach so, wenn Sie so irgendwo reinschneiden, kein Gefühl haben. Ja, wenn ich das führe, dann kann ich ganz feine Bewegungen machen. Sollte eh logisch sein, aber es sollte nur ein Hinweis sein noch drauf. Was auch logisch ist, das zeigt Ihnen das Bild, wenn ich ein Skalpell führe, ne, und wenn ich einen Schnitt mache irgendwo, dann lege ich natürlich den kleinen Finger auf oder die Hand irgendwie, weil dann habe ich Distanzgefühl, wo ist die Skalpellklinge und wo bin ich im Verhältnis zum Präparat. Also ich schneide nicht irgendwie so, ne, frei, weil dann tun sie sich natürlich schwerer, weil sie irgendwie ja nicht wissen, auf welcher Höhe sie sind oder kein Gefühl haben, auf welcher Höhe sie sind, das nicht einregulieren können. Ja, wenn ich da auflege, dann geht das anders. Dann habe ich sozusagen das Distanzgefühl über die Auflage auf dem Bereich, wo ich reinschneide. Das sind alles so Kleinigkeiten, aber die sind wesentlich. Und die machen das sozusagen dann in der Präparation viel, viel leichter. Und damit können Sie nämlich dann auch den Workload, den Sie haben werden, der halt ziemlich deftiger ist, auch wirklich bewältigen. Aber wenn Sie das nicht gescheit machen, dann brauchen Sie ewig. Wenn Sie ewig brauchen, haben Sie keine Zeit zum Lernen und Sie werden nicht fertig, müssen Ersatzleistungen erbringen, haben Zusatzschichten sozusagen, soll alles nicht notwendig sein. Pinzette, auch da ganz konkret, viele Leute halten die so. Also mir unverständlich, weil es gibt den sogenannten Pinzettengriff sozusagen, der heißt nämlich auch so, wo man es so hält. Ja, und das ist auch das, wie Sie eine Pinzette halten sollen, weil Sie dann natürlich immer Sicht haben auf das, was Sie tun. Ja, weil wenn ich jetzt die Pinzette so halte, verdecke man natürlich die Sicht mit der Faust. Ja, und wenn ich Pinzetten so halte, sehe ich die Spitze immer und ich weiß, was ich tue irgendwo. Ja, und wenn ich irgendwo einen Bauchchirurgen assistiere und Sie gehen so rein, ja, dann wird der nichts sehen. Das heißt, der kann doch auch nichts tun. Deswegen ist es wesentlich, dass Sie jetzt das gleich so verinnerlichen, dass Sie von Anfang an dieses Werkzeug korrekt halten, ja, und korrekt verwenden. Das ist sozusagen unser Bestreben und wir werden Sie ständig darauf aufmerksam machen, zumindest wenn wir daran denken oder wenn wir es sehen, wenn Sie irgendwas falsch verwenden. Es sollte mit der Zeit Automatismus werden. Das sollte einfach nicht passieren. Ja, also das heißt, auch da bei beiden, was man da sieht, ist die Distanzhaltung. Ja, dass Sie einfach immer, wenn es irgendwie geht, die kleinen Finger auflegen und so und dann natürlich ein Gefühl haben, wo bin ich? Ja, Sie zittern dann nicht irgendwo in der Luft frei herum, sondern Sie sind dann sozusagen immer stabilisiert. Ja, und tun Sie weit leichter, wenn Sie was angreifen oder wenn Sie was schneiden. Das sind jetzt nur zwei Bilder noch von der Präparation. Wir haben die noch nicht fertig, deswegen, das ist jetzt auch nur ein sehr schnelles Bild, das nicht optimal ist, aber die Geschichte ist, wenn Sie bei den ersten Schritten Haut abziehen, lesen Sie es durch, wie Sie am besten Haut abziehen, weil Sie können zwei Nachmittage mit Haut abziehen verbringen oder Sie können in zwei Stunden fertig sein. Ja, und der Unterschied ist halt, wenn ich in zwei Stunden fertig bin, dann habe ich 1,5 Tage zum Lernen. Ja, und lernen sollen Sie am Präparat, weil die Prüfungen, muss man auch sagen, sind großteils sehr stark praktisch. Das heißt, Sie sind darauf angehalten zu wissen, wenn ich an der Struktur ziehe, was ist das? Ja, oder wenn ich sage, welche Struktur ist dort und dort, dass Sie hingreifen können und diese Struktur sofort identifizieren. Das Theoretische ist in einem praktischen Teil jetzt nur sozusagen Vorbedingung oder Zusatzbedingung. Das Praktische ist das Eigentliche, dass Sie halt einfach dann wissen, wo ist was. Und dass Sie vor allem, und das ist halt am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger, versuchen gleich umzusetzen. Also wenn Sie lernen, ne, und Sie lernen, weiß ich nicht, die Knochenstrukturen, oder Sie präparieren jetzt da irgendwo am Arm, weil es am leichtesten zu zeigen ist, ne, und ich präpariere da, dann sollte ich schon wissen, wenn ich da drauf drücke, was ist das für ein Knochen? Ne, und was ist das für ein Marker? Was sehe ich dadurch? Welche Sehne geht auf der Seite, welche Sehne geht auf der Seite? Ne, oder was ist das für ein Knochen? Ne, und was gehen da für Sehnen rundherum und was tun diese Muskeln, die diese Sehnen haben? Ja, oder wenn ich da drauf drücke, was ist das eigentlich? Ja, und das sollten Sie, das wird eben nicht explizit gefordert während des Kurses, aber das ist etwas, was Sie, glaube ich, als Allerwichtigstes mitnehmen müssen, dass Sie, wenn Sie selber lernen,
sich auch natürlich die eigenen Körperteile ein bisschen verwenden können, um sich zu überlegen, was taste ich da durch? Wo muss ich da reingehen, damit ich dort und dort hinkomme? Ja, was finde ich da drunter? Ja, und wenn Sie das haben, dann haben Sie das mitgenommen, was Sie in der Klinik brauchen. Ja, was Sie bei jeder Untersuchung brauchen, weil wenn ich sage, weiß ich nicht, ich taste ein Annulus inguinalis superficialis, ja, damit ich einen Leistenbruch diagnostizieren kann, dann muss ich wissen, wo ist das Tuberculum pubicum, weil an dem orientiere ich mich. Ja, und wenn ich das weiß und das finde, dann weiß ich auch, wo ich dorthin tasten muss, damit ich den Funiculus spermaticus taste, damit ich den Ductus deferens taste, damit ich den Leistenring taste, damit ich eine Leistenhernie taste, ja, damit ich diese ganzen Sachen auch zuordnen kann. Und das ist, finde ich, eines der absolut wesentlichsten Dinge, dass Sie die Anatomie nicht jetzt nur nutzen, um die anatomischen Details zu wissen, sondern die Anatomie nutzen, um es umzusetzen auf den Lebenden und sozusagen damit sich selbst vorbereiten auf die klinischen Notwendigkeiten. Ja, das ist das absolut Wichtigste, sozusagen, was Sie mitnehmen können. Und das Letzte vielleicht noch, Sie hatten ja Anatomie im Block 2. Ja, Sie haben dort sehr viele Inhalte gelernt und wir setzen alle diese Inhalte voraus. Das heißt, es ist schon so, dass Sie, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel OM1 werden Sie Thorax eröffnen. Ja, wenn Sie Thorax eröffnen, werden Sie in den Sezieranleitungen sehen, es wird dort stehen, vorausgesetztes Wissen. Und dieses vorausgesetzte Wissen wird auch schon beim Antestat überprüft werden können. Ja, dass Sie wissen, dass eine Rippe halt einen knorpeligen und einen knöchernen Teil hat. Ja, dass Sie halt wissen, was ein Knorpelknickungswinkel ist. Ja, dass Sie wissen, wie die Costovertebralgelenke sind und so. Also vielleicht sollten Sie den Block 2 ein bisschen nachvollziehen nochmal oder die Unterlagen herauskramen und sozusagen ein bisschen diese Teile durchschauen, einfach weil es Ihnen die Vorbereitung erleichtert. Aber das heißt, um Ihnen da Hilfestellung zu geben, was wie ist, sozusagen, haben wir jetzt extra in dieser neuen Sezieranleitung auch ganz klar niedergelegt, was sind die Kenntnisse, die Sie mitbringen müssen. Das heißt, es ist bei jeder Region, die Sie sehen werden, drinnen, erstens eine Definition, was sind die Grenzen dieser Region, ja, und wo bewegen Sie sich sozusagen, wo sollen Sie nicht drüber rausgehen. Und zweitens ist drinnen, welche Inhalte sollten Sie aus dem Block 2 oder auch aus dem Block 3 möglicherweise oder so, wo Sie halt auch morphologische Inhalte hatten, mitnehmen. Ja, das ist, um Sie, man nennt das Lernspirale, um Sie sozusagen im Rahmen dieser Lernspirale auch wiederum daran zu erinnern, was Sie eigentlich eh schon können sollten und wahrscheinlich auch die meisten Sachen auch, wenn Sie es wieder rekapitulieren, auch können, muss man sagen, Sie arbeiten sehr, sehr schnell. Ja, aber die Idee ist, dass Sie an diese Inhalte sozusagen anknüpfen können. Ja, Sie werden sehen, in der OM1 ist das noch relativ einfach, weil Sie wenig Strukturen haben, die Sie da haben, aber es wird dann ein bisschen in der OM2 schon, sage ich jetzt einmal, selektiver. Und daher schauen Sie, weil in der OM2 werden auch die Inhalte von der OM1 vorausgesetzt und auch nochmal geprüft teilweise. Ja, das heißt, die Inhalte, die Sie jetzt lernen, Herz, Thorax, Situs und so, das ist auch Prüfungsinhalt von der OM2. Ja, ganz zum Schluss, bei der Abschlussprüfung, werden Sie das nochmal gefragt werden an den Präparaten. Deswegen, je mehr Sie jetzt mitnehmen, umso mehr nehmen Sie auch mit für die OM2, umso mehr nehmen Sie mit für die OM3. Ja, und umso mehr festigen Sie sozusagen Ihr Wissen zu den einzelnen Themen. Ich glaube, das ist so ziemlich die... Bitte. Also Sie haben in der Sezieranleitung, wenn Sie die anschauen, werden Sie sehen, die Regionen sind zugeordnet. Und so wie es vorher gesagt wurde, Sie müssen sich an den Tischen überlegen, welche Sekantenposition nehmen Sie ein, also welche Regionen präparieren Sie. Und wenn Sie das haben, dann haben Sie in der Sezieranleitung sozusagen eine Angabe dessen, was in dieser Region zu dem Zeitpunkt zu präparieren ist. Und das wird im Antestat überprüft. Das heißt, es wird im Antestat gefragt werden, was sind die Grenzen Ihrer Region? Ja, oder was finden Sie dort? Worauf müssen Sie achten? Welche Faszienverhältnisse sollten Sie darstellen? Also eher praktisch bezogen, aber Sie müssen natürlich ein bisschen auch die Systematik kennen dort. Also Sie müssen schon wissen, wenn ich jetzt da eine Faszienstruktur habe, wie ein Retinaculum,
ja, dieses Retinaculum ist Teil der Faszie, weiß ich nicht, in dem Fall Antebrachii oder Fascia cruris oder was auch immer. Ja, aber prinzipiell geht es darum, dass Sie wissen oder dass Sie sozusagen relativ schnell, relativ zielgerichtet vorgehen können und wissen, aha, wenn ich jetzt da reinschneide, finde ich die Epigastrica superficialis. Ja, wenn ich da reinschneide, finde ich die Cephalica. Ja, also das heißt, wenn ich weiß, was ich suchen muss, dann gehe ich eben nicht irgendwie wirr zu, sondern ähnlich, wie Sie es bei einer Operation auch haben, wo Sie halt auch gezielt irgendwo hingehen, gehen Sie gezielt dorthin. Das erfordert aber, dass Sie genau wissen, wo ist es. Ja, und das erfordert auch möglicherweise, dass Sie vorher damit auseinandersetzen, eben bei Ihrem eigenen Körper, dass Sie sagen, aha, da gibt es den Sulcus deltoideo pectoralis. Dort muss die Cephalica drinnen sein. Ja, und wenn ich das weiß, taste das, sehe das beim Körperspende und gehe gezielt dort rein und präpariere es raus. Und dann sind Sie in kurzer Zeit mit der Präparation fertig und haben in kurzer Zeit die Präparation so weit, dass Sie daran lernen können und dass Sie anderen Studierenden im Saal diese Region vorstellen können. Ja, das ist, wie gesagt, immer das übergeordnete Ziel, möglichst viel zu lernen an den Präparaten. Haben Sie sonst noch Fragen, die zu diesem Thema irgendwie beitragen oder die möglicherweise verwirrend sind? Es werden sicher noch eine Menge Fragen auftreten. Sie haben, wenn Sie die Anleitungen anschauen oder wenn Sie diesen Study Guide ein bisschen durchgeschaut haben, Sie haben am ersten Nachmittag, wo die Sektion stattfindet, verschränkt die bildgebende Diagnostik und davor wird eine ganz kurze Einführung noch kommen, wo Ihnen nochmal sozusagen auch die Saalregeln vermittelt werden. Im Saal wird man nochmal sagen, was Sie dort nicht dürfen, was Sie machen müssen, wo Sie Klingen entsorgen und so weiter. Das kommt überall dort, das hat jetzt keinen Sinn, das da groß zu besprechen, ohne dass Sie nicht die Strukturen vor Ort sehen. Also wenn Sie diese Klingenbehälter mal gesehen haben, dann wissen Sie, wo Sie hingehen müssen. Wenn Sie das Fass mit den Lösungen gesehen haben, wissen Sie, wo Sie das kriegen. Macht jetzt keinen Sinn, das da jetzt großartig zu besprechen. Dafür haben Sie die jeweiligen Ansprachen dann in den Sälen. Ja, und wenn Sie irgendwelche Probleme haben, dann kann ich nur sagen, wenden Sie sich wirklich an die Saalleitungen, wenden Sie sich an uns, ja, also entweder an die Frau Dr. Hirtler oder an mich oder an die Studierendenvertretung und wir versuchen halt eine Lösung zu finden, weil es kann durchaus sein, dass die einen oder anderen Missverständnisse sind, dass sie mit den einen oder anderen Leuten halt irgendwie Schwierigkeiten haben oder so. Wir sind bestrebt, das zu lösen, aber was wir nicht lösen werden, ist sozusagen irgendwelche Probleme, wenn es heißt, na, man verlangt zu viel oder so. Also die Idee ist schon, dass sie ein bisschen gefordert werden in diesem Praktikum und dass man nicht so viel verlangen kann. Wo wir sehr wohl einschreiten werden, ist aber, wenn es heißt, man verlangt viel mehr, als in der Sezierenleitung drinnen ist, weil das nimmt ihnen tatsächlich Zeit weg fürs Lernen. Ja, und deswegen, wie gesagt, nochmal auf diese Ressource da, die die alten Anleitungen enthält, optimal, gut zum Nachschauen, aber wenn Sie danach vorgehen, ist es Ihre Sache prinzipiell, das dürfen Sie natürlich, aber man soll Sie nicht dazu nötigen oder wir werden das nicht wollen, dass Sie das machen müssen, weil Sie dann einfach zu wenig Zeit haben zum Lernen, weil die abgespeckten Teile dann sozusagen für Sie dann nicht abgespeckt sind und man könnte die Anleitungen noch viel detaillierter machen, man könnte den Kurs noch viel länger ziehen und viel profitabler machen, aber es bringt in der Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht, nichts. Und Sie sollen ja möglichst was mitnehmen können. Und das ist sozusagen das, was im Vordergrund steht. Also auch daher, der Lernerfolg ist das Wichtige, die Präparation ist Mittel zum Zweck. Ist Mittel dafür, dass Sie einen Lernerfolg haben können und dass Sie möglichst viel Informationen und Gefühl entwickeln. Das Gefühl ist das Allerwichtigste, weil das behalten Sie, irgendwelche Namen vergessen Sie. Aber das Gefühl und die sozusagen ein bisschen Ahnung, was könnte das sein, das bleibt Ihnen wahrscheinlich dann bis zum Ende Ihrer Karriere. Ja, und das ist das, was Sie da mitnehmen sollen. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann übergebe ich nur an die Frau Dr. Hirtler, weil sie die ganze E-Learning-Teile koordiniert, die in der OM1, OM2 und OM3 stattfinden. Sie sehen nur ein einziger Test, nämlich dieser Aufnahmetest in der ersten Woche.
der halt ein bisschen ein E-Learning eigentlich nur ist, der wird anderwertig, nämlich von der Frau Dr. Bretterkleber, koordiniert, aber die E-Learning-Teile und das E-Testing wird von der Frau Dr. Hirtler koordiniert und in diesen E-Teilen sind auch die bildgebenden Diagnostikteile mittlerweile verortet, sodass sie sozusagen möglichst wenig Aufwand haben, sich da mit verschiedenen Systemen auseinanderzusetzen. Aber sie müssen sich mit ein paar Details natürlich auseinandersetzen und die, glaube ich, ist besser, wenn die Frau Dr. Hirtler. Dankeschön. Ihr wisst jetzt, glaube ich, alle, was ihr das Wochenende zu tun habt. Solltet ihr was anderes vorhaben? Ja, das war's dann jetzt. Also generell muss man sagen, Organmorphologie ist so ein bisschen wie Pharmakologie Block 9 über das ganze Semester gestreckt. Aber nicht ganz so hart, glaube ich. Bei mir war es, glaube ich, noch ein bisschen einfacher damals. Also generell, ihr werdet natürlich jede Einheit geprüft und das ähnlich wie der Professor Weninger erklärt hat. Das Wichtige ist auch die E-Learning-Teile und die wird die Frau Dr. Hirtler euch jetzt vorstellen. Bitte passt da besonders auf, weil das ist, glaube ich, das Komplizierteste, was ihr euch in den Überblicken ansehen könnt mit der ganzen Bilddiagnostik und so weiter und so fort. Weil dort passieren sehr oft die meisten Ersatzleistungen einfach, weil man es vergisst, übersieht, dass man irgendwas tun muss. Deshalb, ja. Danke auch an Frau Dr. Hirtler, die sich bereit erklärt hat, euch da eine Einführung zu geben. Ich wollte Ihnen nur auch noch zur Vollständigkeit zeigen, den Study Guide zur Organmorphologie 1, damit Sie niemals sagen können, Sie hätten es nie gesehen. nämlich insbesondere auch die organisatorischen Informationen, und die sind für Sie ganz wichtig. Da wird alles noch einmal erklärt, was Sie mitnehmen dürfen, was Sie am besten zu Hause lassen sollten oder nicht in den Saal mitnehmen sollten. Auch die Wissensüberprüfungen, wie das ist mit dem immanenten Prüfungscharakter, mit den Übergaben und mit den Attestaten und so weiter. Und insbesondere nämlich auch mit dem E-Learning und dem E-Testing. Wie das dann ausschaut im Moodle, das zeige ich Ihnen gleich. Aber grundsätzlich eben die Regulierungen sind da eben auch dargestellt. Zusätzlich zu diesem E-Learning, E-Testing gibt es dann auch noch Informationen zu den Ersatzleistungen. Und gerade für die praktischen Ersatzleistungen gibt es da eine Zeitregulierung pro Saal. Die ist eben auch im Study Guide angeführt. Größtenteils haben wir uns darauf geeinigt, dass die Ersatzleistungen für die Präparation an ihrem freien Nachmittag stattfindet. Eben zur Kurszeit, 13 Uhr bis 16.15 Uhr, beziehungsweise bis sie halt fertig sind. Die einzige Ausnahme wäre, dass jetzt hier Saal 1, da kann man es ein bisschen flexibler handhaben, weil die eben 2 Tage in der Woche Betrieb haben, aber grundsätzlich sonst ist es immer ihr eigener freier Nachmittag. Kommen wir aber zum E-Learning. Die Moodle-Plattform kennen Sie hoffentlich und wenn man da dann einsteigt, dann nie speichern, nicht speichern. Das ist gefährlich. Okay, dann finden Sie eben in Ihrer Kursübersicht da irgendwo in Ihrer ganzen Liste, das schaut dann natürlich bei mir ein bisschen anders aus als bei Ihnen, die Lernplattform Multimodale Morphologie. Und ich weiß nicht, ein paar haben sicher schon reingeschaut. Hier gibt es dann Allgemeines nochmal als Information, eben die einzelnen Teile, makroskopische Anatomie, mikroskopische Anatomie, Bilddiagnostik, die dann auch der Reihe nach in diesem Moodle vorkommen. Prinzipiell ist dann dort auch noch einmal aufgelistet, wie es ist mit der Prüfungsmodalität. Sie haben eben die makroskopische Anatomie, die aus 2 Teilen besteht, nämlich dem E-Learning und dem E-Testing. Der Hintergedanke beim E-Learning ist, Ihnen ein bisschen eine Lernmöglichkeit bzw. einen Richtungszeig zu geben, was Sie sich vorbereiten sollten für die einzelnen Regionen. Da geht es einfach nur darum, dass Sie sich damit beschäftigen. Das heißt, Sie haben da keine Zeitbegrenzung, Sie haben da auch keine Wiederholungsbegrenzung oder nichts, sondern Sie müssen es einfach gemacht haben. Natürlich müssen Sie das vollständig gemacht haben. Da bin ich aber realistisch genug, dass es manchmal mit dem Computer irgendwie Probleme geben kann. Dementsprechend gibt es da ein bisschen eine Toleranz. Aber trotzdem muss es hier vollständig absolviert werden. Beim E-Testing ist es so, dass es hier
diesen Test dann in der letzten Woche der Seziereinheit geben wird. Da wird dann noch im Laufe der nächsten Woche ein eigener Anmeldeslot im Moodle erscheinen, wo Sie sich dann für einen Termin anmelden, für einen Tag anmelden, an dem Sie diesen Test machen. Pro Tag werden dann ungefähr 130 Plätze sein, damit Sie das selber ein bisschen einteilen können. Den können Sie dann auch, es ist also ortsungebunden, den können Sie zu Hause machen, in der Bibliothek, wurscht wo, im Zug. Es ist uns wirklich egal, Hauptsache Sie machen den und schaffen hier, Vorsicht, bei dem E-Test, müssen Sie 80% der Fragen richtig beantwortet haben. Hier ist es auch so, dass Sie eine begrenzte Wiederholungszeitanzahl haben. Sie können eine Wiederholung im Moodle nochmal machen, das wird auch eben ortsungebunden passieren. Wenn Sie es dann noch immer nicht vollständig geschafft haben, dann ist die zweite Wiederholung mündlich bei einem von den Lehrenden. Bei der mikroskopischen Anatomie ist es so, dass hier 10 Fragen beantwortet werden müssen, die müssen auch vollständig beantwortet werden. Die makroskopische und mikroskopische Anatomie verbindet der zeitliche Ablauf, das ist immer bei den einzelnen Übergaben bzw. bei den einzelnen Lern-Seziereinheiten grundsätzlich, die auch im Sezierplan abgebildet sind. Und noch eine Gemeinsamkeit, wenn Sie das nicht schaffen, nicht weil Sie es nicht gemacht haben, also weil Sie es nicht geschafft haben, vollständig das zu machen, sondern weil Sie es vergessen haben oder sonst irgendwas dazwischen gekommen ist, dass Sie es nicht gemacht haben und ich, wenn ich das kontrolliere, nicht die vollständige Punkteanzahl in meiner Liste habe, dann haben Sie die Freude beim Saalleiter, dann die mündliche Ersatzleistung zu machen. Okay? Ich bin natürlich bemüht, das Ganze nicht so weit kommen zu lassen, aber es liegt dann nicht an mir, sondern das liegt an Ihnen, dass Sie das dann auch bitte vollständig machen. Also, grundsätzlich, mikroskopische und makroskopische Anatomie ist im Moodle zu machen. Sie müssen es vollständig machen, Sie können so viel Zeit nehmen, wie Sie wollen, aber Sie müssen es einfach machen. Und wenn Sie es nicht machen, ist die Konsequenz die mündliche Prüfung beim Saalleiter. Die bildgebende Diagnostik hat einen eigenen Koordinator auch, das ist der Herr Kallers von der Radiologie. Wenn es da Probleme gibt, müssen Sie bitte ihn anschreiben, ansonsten sind Sie bei mir an der richtigen Stelle. Wenn es da irgendwelche Probleme gibt, entweder über die Nachrichtenfunktion des Moodles oder per E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht dann eh auch in den allgemeinen Teil. Grundsätzlich, Sie sind alle automatisch für diesen Kurs angemeldet und sehen jetzt natürlich auch lauter Inhalte, die Sie selber in Ihrem Zugang nicht sehen können, weil ich sie alle noch böserweise verborgen habe vor Ihnen. Dementsprechend nicht wundern, Sie sehen jetzt einfach alles, was da irgendwann mal erscheint in Ihrem Moodle-Kurs. Nämlich auch die Anmeldung zum E-Test, die wird dann am Montag freigeschalten. Sie werden sich dann dort anmelden können. Das Einzige, was Sie da in dem allgemeinen Teil noch sehen, das ist dieser Copyright- und Ethik-Teil. Da geht es einfach nur darum, dass wir Ihnen nochmal in Erinnerung rufen müssen, wenn Sie sich da irgendwas anschauen in diesem Moodle-Teil, das sind Zeichnungen, die wir selber erstellt haben, Fotos von unseren Präparaten, die wir selber erstellt haben, dann unterliegt das natürlich einem Copyright, einem Urheberrecht und natürlich gerade was die Präparatefotos betrifft, auch einer ethischen Komponente. Und das müssen Sie mir bestätigen und erst dann, wenn Sie das bestätigt haben, werden alle anderen Sachen freigeschalten. Das heißt, wenn Sie nicht sehen in Ihrem Moodle-Kurs, dann könnte das tatsächlich auch daran liegen, dass Sie das noch nicht gemacht haben. Okay? Dann wird es halt mit den ganzen E-Learning-Teilen vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Was dann auch noch in diesem Allgemeinen drinnen steht, ist eine Praktikumsrückmeldung, ist auch noch nicht eingeblendet, weil das eben erst am Montag dann eingeblendet wird. Das ist ein Tool, da können Sie anonym, also ohne irgendwie dann einem Verfolgungswahn verfallen zu müssen, können Sie mir rückmelden, ob irgendwas in Ihrem Saal nicht funktioniert und ich kann das dann versuchen zu lösen. Ja? Das heißt, nutzen Sie das nicht, um Frust abzubauen, sondern um ehrliche Rückmeldung zu geben, dass irgendwas nicht funktioniert. Dann gibt es den Einstiegstest. Diesen Einstiegstest ist für Sie schon eingeblendet. Sie müssen diesen
vollständig absolviert haben bis zum Sonntag in einer Woche. Um Mitternacht ist da die Deadline. Bitte machen Sie das, ansonsten werden Sie mündlich geprüft. Okay? Da gibt es auch keine Zeitbegrenzung. Sie können das durchklicken, so oft wie möglich eben auch wiederholen, wenn Sie die volle Punkteanzahl nicht schaffen. Trotzdem, Sie müssen es gemacht haben. Und nach diesem Einstiegstest fängt dann das E-Learning an. Und Sie sehen, das E-Learning ist da eben gegliedert in makroskopische Anatomie und dann auch in mikroskopische Anatomie. Die einzelnen Sezierregionen sind hier dargestellt. Sie werden eben zu diesen einzelnen Sezierregionen die entsprechenden Aufgaben erfüllen müssen. Warum ist das jetzt nicht nur Sekanten blockiert und so weiter? Sie müssen das alles ja ohnehin vorbereiten für die Übergaben. Das heißt, es ist eben auch als Vorbereitungshilfe für die einzelnen Übergabeprüfungen gedacht. Wie kann ich mir das jetzt merken, weil die Frau Simmer eben gemeint hat, das ist so kompliziert mit der Deadline und so weiter. Äußerst kompliziert mit der Deadline und so weiter. Ja. Ich hoffe, Sie wissen, wann Sie Übergabe haben. Ja. Die Deadline ist am Tag der Übergabe um 10 Uhr. Das heißt, wenn Sie wissen, wann Sie Übergabe haben, dann wissen Sie, wann die Deadline ist für das E-Learning. Okay? Schwierig? Gut. Die einzelnen terminlichen Kriterien für die bildgebende Diagnostik, die wird Ihnen dann nächste Woche in dieser Einführungsvorlesung für die Bilddiagnostik auseinandergesetzt werden. Was mich betrifft, das ist eben nur mikroskopische und makroskopische Anatomie. Dafür eben immer die Deadline nicht vergessen am Tag der Übergabe, 10 Uhr, sollten Sie alles erledigt haben. Okay? Was mir persönlich ein Anliegen ist, wir sind immer bemüht auch, diese ganzen makroskopischen Anteile insbesondere zu überarbeiten, zu aktualisieren. Das kann natürlich immer dazu kommen, dass wir irgendwelche Tippfehler da einbauen oder irgendwas übersehen haben. Wenn Sie mir das nicht rückmelden, dann kann ich es nicht ändern und nicht verbessern. Ja? Dann bringt es am Schluss auch nichts, dass Sie mir dann irgendwann mal schreiben, das E-Learning ist so scheiße, weil so viele Fehler drinnen sind. Wenn ich das nicht weiß, kann ich nichts daran ändern. Okay? Dementsprechend melden Sie mir solche Sachen rück. Ich versuche das auch mit meinem Tutor möglichst bald dann zu ändern und anzupassen, aber was ich nicht weiß, okay? Gibt es irgendwelche Fragen noch zum E-Learning? Noch ein Hinweis, es sind natürlich da Präparatefotos drin, vielleicht machen Sie das dann vielleicht nicht in der U-Bahn oder im Zug oder sonst irgendwo, wo andere zarter beseitete Personen da reinschauen können. Ihnen macht es am Schluss dann vielleicht nichts mehr, aber die anderen Leute muss man damit nicht quälen. Okay, habe ich alles schon gesehen, aber bitte. Sie haben eine Frage. Nein, die Zahnmediziner sind wie immer ausgeschlossen von allem Guten, was wir uns ausdenken. Also Sie sehen, Sie haben irgendwie das falsche Studium gewählt. Okay, noch irgendeine Frage? Nein? Hier? Ja, aufzeigen, ist gut. Okay, es wurde gefragt, was eine Übergabe ist. Ich sage, es gibt einen Study Guide und da steht drin, was eine Übergabe ist. Nämlich, nach jedem Präparationsschritt erfolgt für alle Studierenden einer Gruppe eine Überprüfung der Kenntnisse der Topographie und Systematik aller Strukturen, die in den im jeweiligen Schritt präparierten Regionen aufgesucht wurden. Okay? und eben, da geht es eben nicht nur um das korrekte Finden oder Suchen von Strukturen, sondern auch um Hintergrundwissen. Das heißt, Sie sollten sich eben da entsprechend vorbereiten. Deswegen haben wir das auch sehr klar strukturiert in diesen neuen Sezieranleitungen. Noch eine Frage? Darf ich eines vielleicht noch sagen, nur weil die Frage vorher kam wegen der Zahnmedizin. Die Zahnmedizin
ist sozusagen ein bisschen einen anderen Modus laufend in der Präparation, weil dort die Notwendigkeit besteht, dass eine ganze Körperspende präpariert wird in der halben Zeit, sozusagen, die für die Humanmediziner zur Verfügung steht. Und daher ist dort ein ganz anderer Ablauf geplant und auch ein ganz anderer, sage ich jetzt mal, Betreuungsmodus. Das heißt, in der Zahnmedizin wird so sein, dass die Koordination von der Zahnmedizin, das ist der Herr Dr. Brucker, die Lehrveranstaltung leitet und jeweils an zwei Tagen, ich glaube zwei Gruppen, präparieren, und zwar im sogenannten Atelier. Das ist ein Hilfsraum, den wir verwenden, der groß genug ist, dass man dort die Präparate der Zahnmedizin hinstellt und dass man dort auch wirklich bequem und angenehm präparieren kann. Ja, das heißt, die Modalitäten sind ein bisschen anders, deswegen gibt es auch dort KI-Learning, weil die Zeiten auch anders sozusagen zugeordnet sind, was bedeutet, dass wenn Sie da jetzt in das E-Learning mit einsteigen würden, dann hätten Sie das Problem, dass Sie einfach ganz andere Inhalte zu den jeweiligen Zeiten gefragt würden, und daher müssen wir das strikt trennen. Auch wenn es uns leid tut, bis zu einem gewissen Grad, weil es sozusagen natürlich zusammenwachsen soll. Aber die Idee ist, dass Sie halt eine eigene Sezieranleitung haben, eine eigene Betreuung haben, auch eigene Tutorinnen und Tutoren dort haben, also die spezialisiert sind auf die Fragen der Zahnmedizin, weil sie im zweiten Jahr dann, also im zweiten Jahr, wo sie sezieren, also im übernächsten Semester dann, parallel einen Spezialkurs haben, Zahnmedizin, wo sie hauptsächlich an Köpfen und sogenannten Büsten präparieren, das heißt abgesetzte halbe Körper, wenn man so möchte, und dort dann speziell auf den Mund, speziell auf die für die Zahnmedizin relevanten Teile nochmal eingehen. Ja, deswegen ist das ein komplett anderes System, das nur bedingt, sage ich jetzt einmal, kompatibel ist mit dem System der Organmorphologie 1, 2, 3. Und deswegen muss ich sie da auf die jeweilige, ich sage jetzt einmal, Ansprache innerhalb des Saals am ersten Tag verweisen, weil dort die Lehrenden dann ihnen erzählen werden, sozusagen, wie das Detail ist, wie das im Detail abläuft. Diese Zierenleitungen, wie gesagt, sind dort auch ausdruckbar, weil es anders handhabbar wird, aber sie sind auch im Study Guide, sind auch verfügbar. Wir würden Sie bitten, sie entsprechend vorzubereiten, auch dort auf die Kurse natürlich. Also es gilt sinngemäß alles das, was jetzt für die OMs gesagt wurde, aber prinzipiell folgt es einem anderen Modus. Das ist die, ja. Ja, ich habe auch noch von Seiten der ÖH für die Zahnis eine kleine Anmerkung. Ich habe vorhin gesagt, dass es bei den Humanis so ist, für die Sezieranleitung gibt es parallel dieses OM-Care-Paket. Für die Zahnis gibt es das auch. Also wenn ihr auf die 6M, auf 6M kommt, könnt ihr auch ein Care-Paket abholen. Ihr habt dann halt keine Sezieranleitung, aber ihr kriegt halt umsonst eine Packung Handschuhe und Skalpellklingen. Und auch da ist es genauso über das OM-Semester, wenn neue Klingen gebraucht werden, einfach vorbeikommen und abholen. Okay, genug von Zahn. Sorry. Studienvertretung Humanmedizin. Vielen Dank an Frau Dr. Hittler. Und dann drei Sachen noch von mir, bevor ich der Ruth kurz für 3 Minuten oder 5 Minuten das Mikro gebe, damit es so ein bisschen handlicher wird aus dem letzten Semester, wie was wo. Erstens, es passiert nicht ganz so häufig, wie es vielleicht klingt oder klang, dass ihr euch das Auge ausstecht. Okay. Okay, also vorsichtig damit sein. Zweitens, die Spindverteilungen hängen jetzt draußen an der Anschlagtafel. Das heißt, wenn ihr rechts rausgeht und dann nach links abbiegt, ist genau dort der Aushang. Nachdem die Route fertig ist, könnt ihr da gerne schon mal euer Spinnzeug reinschaffen, alles, was ihr mithabt. Oder solltet ihr schon mal ein Schloss mithaben, euch das anschauen oder einfach anschauen, wo ihr hin müsst. Das ist jetzt da. Ja, genau, das Wichtige ist noch, ihr seid zu zweit oder zu dritt in einem Spind, okay? Das ist super mühsam initial, das ist aber, weil sowohl die im Jahr drüber von euch auch noch die Organmorphologie haben und die Zahnmediziner haben auch noch die Organmorphologie und Externe haben auch noch die Organmorphologie. Das heißt, generell, wir haben wenig Spinde,
tut euch zu zweit zusammen und nehmt euch einen Spind möglichst schnell, sodass ihr das dann Montag gut über die Runde bringt. Genau, das war es eigentlich von mir. Ich würde euch jetzt die Ruth an die Hand geben und, wenn Frau Dr. Hüttler rausgeht, einen ihrer Tutorinnen. Und dann könnt ihr auch die Fragen nochmal stellen, was ist eine Übergabe, wie macht man das, wie lernt man solche Sachen. Okay? Ja? Optimieren, ja. Von unserer Seite oder von eurer Seite? Von eurer Seite sucht euch vielleicht jemanden aus, mit dem ihr gut könnt. Das ist so der beste Tipp, den man irgendwie geben könnte, damit ihr euch nicht gegenseitig aussperrt. Ansonsten ja, versucht zwei Schlüssel für das Schloss zu haben oder ein Zahlenschloss, aber ansonsten tut euch zusammen, wie ihr wollt. Ja, Dankeschön von meiner Seite, ich übergebe an die Ruth. Hey, ich bin die Ruth, ich bin derzeit im dritten Studienjahr Humanmedizin und lauter, okay. Ja. Ja, ich bin die Ruth, ich habe gerade OM2 hinter mir und kurz eine Anmerkung zu dem E-Learning. Ich habe in meiner MOW-Karriere 3 Ersatzleistungen bekommen und alle 3 wegen vergessenen OM-Moodle-Tests. Ja, das ist, wenn ihr so seid wie ich, ist das für euch mühsam, für die Lehrenden ist das auch mühsam. Es steht hinten auf der Sezieranleitung sogar drauf, wann die enden. Tragt es einfach ein in euren Kalender und wenn ihr eine Person seid, die das nicht so leicht vergisst, erinnert eure Kleingruppenkollegen vielleicht mal dran, dass diese Moodle-Tests zu machen sind. Ja, ich bin letztes Jahr an derselben Stelle wie ihr gesessen. Ich hatte so eine Einführungsvorlesung nicht. Also ihr habt vielleicht schon mal einen Vorteil dafür. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte damals gar keine Ahnung, wie ich zu lernen beginnen soll, wie ich in die erste OM-Einheit reingehen soll. Und habe dann einen Freund von mir gefragt, der OM-Tutor ist, wie ich denn am besten lernen soll. Und der hat mir im Prinzip eigentlich gesagt, ich kann dir auch nicht wirklich weiterhelfen, du musst es selber herausfinden. Mit der Zeit kommst du schon in das Lernen hinein und wirst wissen, wie du am besten dafür lernst. Und er hat absolut recht, aber das hilft halt einfach nicht. Deswegen kann ich euch, also hoffe ich, kann ich euch ein paar Tipps geben, wie ich das damals gemacht habe, damit ihr ein bisschen besser vorbereitet seid. Also, viele von euch haben ja eh schon die Zieranleitung gekauft und für die, die das noch nicht gemacht haben, sie soll eh bald online sein. Also ihr nehmt sie euch am besten her und liest alles einmal durch und unterstreicht dann die ganzen anatomischen Strukturen. Also ich erkläre das so, wie ich das gemacht habe und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Allerrichtige, aber nur um euch mal einen Einblick zu geben, wie man lernen kann. Ja, ihr unterstreicht alle anatomischen Strukturen und am Anfang wird es ganz normal sein, dass ihr die Hälfte oder 60% der Strukturen nicht kennt. Auch trotz bestandenem Block 2-Test. Ich habe mir dann, nachdem ich alles markiert habe, habe ich mir das Internet und einen Atlas hergenommen und habe die ganzen verschiedenen Strukturen gesucht und habe sie mir aufgemalt. Ich bin persönlich ein sehr visueller Mensch und mir hilft das sehr, dass ich das aufmal und einfach nochmal anschaue. Ich habe mir jetzt nicht nur die einzelnen Strukturen aufgezeichnet, sondern dann teilweise auch die ganze Region in verschiedenen Abbildungen von verschiedenen Seiten und habe mir dann die Begriffe aus der Sezieranleitung rausgeschrieben und ja, mit einem Textbuch und im Internet alles hinausgeschrieben. Die Sezieranleitung alleine reicht nicht aus, das ist eher so ein grober Überblick und ihr müsst trotzdem für die Übergabe und für die Prüfungen, die ihr dann habt, die mündlichen Prüfungen, müsst ihr trotzdem noch ein bisschen darüber hinaus lernen. Und welche Begriffe das alles sind, das müsst ihr halt wirklich selber herausfinden. Da könnt ihr es zum Beispiel so machen, einfach einen Google Doc erstellen und die anderen Leute lernen ja auch. Und ihr habt am Anfang immer 2 Personen, die dasselbe Sekant sind und dieselbe Region sezieren. Da könnt ihr euch dann vielleicht zusammentun und im Google Doc eine Begriffliste schreiben. Das haben wir dann auch immer für die Übergaben gemacht, das war eigentlich ganz praktisch.
Ja, ich habe mir dann, nachdem ich alles aufgeschrieben habe, nochmal alles markiert. Und damit habe ich im Prinzip eigentlich alles nur aufgeschrieben und noch nicht gelernt. Und die richtige Lernerei hat erst im Prinzip einen Tag vor OM begonnen. Ich hatte immer Mittwochs OM und am Dienstag habe ich dann gelernt, nachdem ich in der Vorlesung war, habe mich hingesetzt und habe mir alles selber erzählt. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ja. Habt ihr noch Fragen an die Ruth? Ganz kurz als Lernunterlage, es gibt auch Anki-Decks, die Jahrgänge vor euch erstellt haben. Eignet sich sehr, sehr gut für die Übergaben. Okay? Dann viel Spaß heute noch. Macht heute keine OM mehr, trinkt ein bisschen was und so. Bye, bye.